Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Das letzte Mal haben wir Saya besiegt, der gemeint hat, sich hier noch einmal einzumischen zu müssen. Und nun finden wir in der Ecke noch eine Truhe mit einem DP-Code, das ist nicht so wichtig. Und hier ist Mina. Tobi, Akisa verhält sich seltsam. Zuvor hat sie ihre Kräfte genutzt. Dann hat sie einen Blick auf diesen Kerl geworfen, plötzlich ist sie wie eine Puppe. Und jetzt, Akisa, will Sieg auf der Stelle diesen dummen Darksteiner. Ja, Saya. Was, hat er es wirklich unter Kontrolle? Und war wirklich verantwortlich für den Tod von Mistys Bruder? Was hast du gesagt? Ah, diese Drahtstanden. Egal. Ja, ich war es, der deinen Bruder getötet hat. Er war nicht als eine dumme Spielfigur für mich, genau wie du. Dafür werde ich dir nie vergeben. Und wenn du jemanden hassen willst, hasse deinen Bruder dafür, dass er so erbärmlich schwach war. Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich opfere dir meine Seele, befreie dich von deinem Bann. Erzbruder, sterblicher Karajua. Saya, deine Zeit ist abgelaufen. Bäm, der Frosch. Bäm. Ich habe meine Rache bekommen, es gibt keinen Grund mehr zu kämpfen. Es tut mir leid, Akisa. Du hast tatsächlich nichts mit dem Tod meines Bruders zu tun. Was ist das? Der einzige Zweck eines Darkseiners ist es, die Seiners zu besiegen. Dafür wurdest du wieder erweckt. Das kann nicht sein. Es tut mir leid, ich kann die dunkle Macht nicht länger kontrollieren. Bitte halt mich auf. Seiner macht dich bereit. Misty? Akisa. Oh nein, Akisa hat keine Ahnung, was passiert. Bitte, Tobi. Rette Akisa und Misty. Gut, dann müssen wir uns mal wieder um den nächsten Darkseiner kümmern. Du glaubst, du könntest mich bedrohen. Ich werde mich zuerst um dich kümmern. Sie versucht zu widerstehen. Ihre Kräfte sind instabil. Damit kannst du während der Main Phase die Kartenposition des Monsters nicht verändern. Wenn du besiegt bist, wird sie vielleicht ihren Widerstand lockern. Mach dich bereit. Okay. Ich melde mich gleich wieder, muss mal ganz kurz pausieren, was nachgucken gehen. Also beziehungsweise mal kurz an meinem Deck noch was rumbauen vielleicht. Also guck mal, ob das so geht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es sollte alles passen. Ich habe es mal ganz kurz nachgeguckt. Es gibt keine Monster, die da irgendwie anfällig drauf sind. Auf ihre fiesen Tricks entsprechend können wir die Herausforderung annehmen. Sie spielt, glaube ich, ein reptilianisches Deck, also... Ja, sollte das alles ganz gut möglich sein. Denn wir haben ja schon mal die reptilianischen Monster kennengelernt. Man sollte sie nur nicht in Fahrt kommen lassen, dann hat man kein Problem in der Regel mit ihnen. Ja, nochmal, erstes habe ich gerade voll verpennt. Wir, okay, gut. Ich möchte einmal mit dem guten Schimmerdrachen beginnen, da der... Ja, doch ein ganz guter Beginn mir erscheint. Gut, ich rechne damit, dass sie einiges tun wird, um meine Angriffspunkte auf 0 zu bringen, wie es halt immer so mit ihren Decks funktioniert oder mit so reptilianischen Decks. Dass sie ja in Anführungszeichen nur eine Karte spielt, ist auch ganz gut. Denn die kann ich dann loswerden, hoffe ich. Was habe ich denn da unten liegen? Das vergesse ich immer, Regeki-Brecher. Naja, nee. Wir fehlen wir Seelen nehmen ab, das ist zwar etwas riskant, eine der wenigen Karten gegen Erdgebunden und Sterblichen wegzulegen, aber... Naja, das wäre irgendwas Reptilianisches gewesen. Nicht so schlimm, aber was weg ist, ist weg. Da, diese zum Beispiel, dieses kleine Viech, die Viper. Damit kann sie zur Not die Kontrolle über unsere Monster erlangen. Wenn sie die mal auf Null gebracht hat irgendwann, aber das dauert immer ein wenig. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es ihr geht. Ich hoffe, sie zieht jetzt nicht irgendeine Spiegelkraft, das ist einfach nur unnötig und bitter. Ansonsten sieht das doch bis jetzt ganz solide und gut aus. Wenn jetzt keine zweite Fallenkarte kommt, kommt keine Bitte. Ja, Mann. So, jetzt können wir auch schon unseren lieben Synchro mit 2-1 holen, der dann langsam aber sicher erstarkt. Aber ich hätte so gern 10 Sterne Synchro, das wäre so episch, aber das wird uns leider verwehrt. Hier unser Flammfell. Ich liebe die Karte, die ist so genial.
Vielleicht sollte ich mir irgendwann mal ein richtig cooles Flammenfeld-Deck machen, aber dann müsste ich mich mal darüber informieren, wie es sowas gespielt wird. Ich glaube, das geht erst ab 5Ds 2011 einigermaßen vernünftig, natürlich. Und seine Angriffspunkte werden schon wieder um 300 erhöht. Sehr nice. Aber bis jetzt läuft es aber mit Misty erstaunlich gut. Ist halt ein bisschen lame, dass hier im Prinzip schon der zweite Dark Signer so wieder ins Böse zurückgeholt worden ist. War das nicht bei Carly auch so? Ja, doch. Okay, na dann sei es mal drum. Wir gewinnen das Duell bis jetzt relativ einfach, wie es aussieht. Und das sollte es eigentlich gewesen sein, jetzt vermute ich mal. Außer das ist irgendwas Obermächtiges, aber das glaube ich eher nicht. Nee, das glaube ich ganz und gar nicht. Los geht's. Winddrache-Typ, der starker Winddrache ist der, genau. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd, hier den ihren Opfermonster zu holen, aber... Na, obwohl, viel mehr hätten wir auch nicht gehabt mit dem anderen. Und das könnte es tatsächlich sie doch jetzt noch retten, oder? Nee. Nein. Das war's gegen Misty, gegen den nächsten Darkseiner. Warte mal. Okay, nur der Hand hinzufügen. Und direkter Angriff. Und weg. Nice one. Dann können wir in dem Part ja sogar noch mehr schaffen, dann... Das ist gut, weil bis jetzt sind wir immer so ein bisschen mit einem Duell pro... Hey, ihr Bruder trägt auch denselben Namen wie ich. Nice, nur... Ich schreibe meinen Spitznamen vorzugsweise mit I. Misty. Danke. Akisa, sieh mich nicht so an. Du musst diese Welt als deiner beschützen. Ich hoffe, du wirst uns nicht vergessen. Akisa, lass uns die Kontrolleinheit versiegeln. Das hätte Misty so gewollt. Ja, gut. Schwarzer Rosendrache. Die Kontrolleinheit wurde versiegelt. Akisa. Ich bin in Ordnung. Nein, du sollst dich ausruhen. Du hast einiges durchgemacht. Es ist nur noch eine Kontrolleinheit übrig. Herr Atlas kann sie sicher in kürzester Zeit versiegeln. Tobi, ich bringe Akisa zurück nach Hause. Willst du bitte hier bleiben, dafür sorgen, dass die letzte Kontrolleinheit versiegelt wird? Danke, viel Glück. In der Zwischenzeit hat er also auch Carly besiegt. Ich habe immer Menschen bewundert, die hart arbeiten, so wie du, Jack. Bitte rette die Welt, Jack. Ich werde immer da sein und dich anfeuern. Ich liebe dich. Oh, das ist ja schon romantisch. Und nun kommt noch der Rotdrache Erzunterwäldler. Und versiegel die letzte Kontrolleinheit. Ein heller Blitz blitzt in der Ferne. Die letzte Kontrolleinheit scheint versiegelt worden zu sein. Ahaha. Hallo Seiner. Schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Roman. Ich sehe, es ist euch gelungen, alle Kontrolleinheiten zu versiegeln. Zum Feiern ist es leider zu früh. Die Energie der Kontrolleinheiten wurde bereits vom alten Momentum-Generator gesammelt. Ich muss nur noch das Tor zur Unterwelt im alten Momentum-Generator öffnen und die Welt wird untergehen. Wenn ihr dies verhindern wollt, kommt mich besuchen. Ich bin beim alten Momentum-Generator. Kommt bitte. Da kann ich euch zermalmen eure Seelen dem König der Unterwelt opfern. Das ist nicht gut. So führt uns also unser Weg zum alten Momentum-Generator unverzüglich am besten. Der befindet sich einfach hier unten, dem Weg folgen. Kein großes Hexenwerk. Und wir geben es dort mal auf eigene Faust hin. Vielleicht kriegen wir hier noch einen guten Synchro oder sowas. Ne, nur ein Mausoleum des Kaisers, na toll. Gut, dann machen wir das noch in diesem Part hier, auf jeden Fall. Das ist er. Nun, ich hätte nie gedacht, dass er nicht sein, dass so weit kommt. Warum bist du überhaupt alleine hergekommen? Du willst sie mit mir duellieren? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Das bewundere ich. Als Belohnung für deinen Mut verrate ich dir sogar etwas. Das Tor zur Unterwelt wird sich gleich öffnen. Um es zu verhindern, musst du mich besiegen. Es wird sich wahrscheinlich nach so 20 Zügen pipapo öffnen. Versuche mich vorzuschlagen. Natürlich wirst du gar nicht so weit kommen. Ich werde dich gleich hier und jetzt besiegen.
Das bleibt abzuwarten, mein Lieber. Aber 20 Runden sind in der Tat sehr wenig. Das soll zu unter mir kommen. Er hat auf jeden Fall auch natürlich in den Erdgebunden sehr coolen, wie ich finde. Und was ihn besonders gefährlich macht, er ist noch an. Er ist zwar prinzipiell, glaube ich, nicht so ein starkes Deck, aber ein, zwei Synchros sind relativ unfair und natürlich halt dann immer ein bisschen noch das Glück. 10 Runden, also 10 Züge habe ich auf gut Deutsch. Final Countdown. Wir hatten schon mal etwas, um den Erdgebunden zu zerstören. Wir spielen auch ein normales Duell. Wie auch schon gegen mich selbst. Es sind gar nicht so viele Turbo-Duelle, wie ich annahm. Aber wichtig ist eben, wie gesagt, zu wissen, dass hier mit dem Mausoleum des Kaisers wieder jederzeit ein Erdgebundener kommen kann. Das ist das Problem, was ich definitiv hier dem ich vorbeugen muss. So, die Tomate, die kann es nicht viel machen. Außer nerven. Ewig lang. Ist leider wirklich so, wenn er mehrere von den Karten hat, dann kann das ganz schön nervig werden. Denn mit den Tomaten kann er immer wieder Monster beschwören und so wird es natürlich schwierig, ihm die 8000 in 10 Runden abzuziehen, zumal die erste prinzipiell schon weg ist. Eigentlich wäre es klüger, in dem Duell Zweiter zu sein, oder? Da hat man mehr Züge, hat man 10 Züge zum Angreifen. So, ich werde jetzt hier auch den starken Winddrachen abwerfen, da ich nicht glaube, dass ich den in dem Duell so schnell brauchen werde, um die Tomate loszuwerden. Jetzt greifen wir mit Trillroids. Vielleicht macht der Kraft der Magie noch aktivieren, um mir richtig Schaden zu machen. Ne, lass das mal. Greifen wir erstmal so direkt an mit 1,6. Okay. Gut, gut, gut. Gefällt mir bis jetzt alles. Noch 17 Züge, also noch genügend Zeit. Erst wenn es in die 4 oder 3 Züge geht, sollte man sich anfangen, Sorgen zu machen. Vorher geht das ganz gut eigentlich. So, ich weiß halt nicht, er hat 3 Karten unten, die können halt alle irgendwie unfair werden. Ich bräuchte vor allem mal ein Monster, das wäre nicht schlecht. Ja, Reese ist sehr gut. Wir schwören unseren lieben Flammenfell. Und zwar natürlich mit unserem Monster-Verteidigungsmodus. Wir möchten ihn ja schließlich schnell hier besiegen und da brauchen wir Angriffe. Sprich, hier darf man auch nicht ganz so taktisch spielen. Man muss halt gucken, dass man zu rechtzeitig die Sache in den Griff bekommt und nicht immer ewig lang taktiert und dann vorsichtig ist, sondern da muss man auch mal ein bisschen Risiko eingehen hier. Wir sehen ja, bis jetzt klappt das mit dem Risiko auch ganz gut. Oh. Ja, will jetzt meinen. Ja, dann mach halt, mach deine Feder hier. Wichtig ist mir persönlich nur, dass du den Angriff jetzt erstmal direkt bekommst. So, 15 Runden noch. Das Problem ist halt, wir haben echt wenige Handkarten gerade. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es kommt hier. Okay. Und er kriegt Zahlen, verliert die Hälfte seiner Life Points. Und natürlich aktivieren jetzt auch einen Schicksalsschlag, um das Vieh jetzt zu entfernen. Das ist ja ganz klar. Denn ich möchte meinen Trillroid nicht so easy verlieren. Was schön ist, er kann jetzt auch nicht mehr seinen Erdgebundenen so leicht holen mit irgendwelchen lame Karten, sondern muss jetzt. Ja, jetzt muss er hoffen, dass er, also muss er hoffen, dass er noch irgendwas unten hat und kein feineres Urteil ihm komplett alles zunichte macht. Okay, das war's für Roman Goodwin. Das war relativ einfach doch. Ja, einen schönen Duellantenbonus, viele DP kann man immer brauchen und ja, wie kann er nicht sein, wie du so mächtig sein? Tobi. You say food, auf deinen Erschein habe ich gewartet. Schade, dass du zu spät kommst. Das Tor zur Unterwelt wird sich jeden Moment öffnen. Was? Alles, was du tun kannst, ist dich vor Angst zu verkriechen, wenn die Welt untergeht. Und somit verschwindet Roman Goodwin auch. Du meinst, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft? Ich kann nichts mehr tun? Bei seiner Zeichen.
Wir werden teleportiert, what the fuck? Das ist doch der Tempel unter Goodwins Anwesen. Wo sind wir? Tobi, was machst du denn hier? Ich habe mir schon gedacht, dass ihr früher oder später hier auftauchen würdet. Oh nein, nicht der Typ. Du bist... ein paar Leute scheinen zu fehlen. Und wir haben sogar einen Nichtsein in dem Haufen. Sieht so aus, als ob die Macht des Puppen und Drachen ein wenig instabil wäre. Wovon redest du? Ihr wollt wissen, was in dieser Welt geschieht, richtig? Die Antworten, die ihr sucht, liegen hinter diesem Tor. Aber zunächst müsst ihr mir beweisen, dass ihr würdig seid, einzutreten. Ja, genau das werden wir im nächsten Part tun, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.